Wie gehst du eigentlich mit Aufgaben um, die du nicht wirklich machen möchtest, weil du den Hintergrund nicht erkennst oder weil dir das viel zu viel Aufwand ist? Sagst du dir, ich mache die nicht, ich mache die später, oder gehst du diese immer im gleichen Atemzug an? Weil daran erkennst du auch deine persönliche Stärke, wie du aufgestellt bist, was du aus dem ganzen Bereich entnehmen und entdecken kannst. Weil solange du etwas auf die lange Bank schiebst, es vor dir her schiebst und dir einfach nur sagst, das hat ja Zeit, das ist ja nicht wichtig. Warum hast du denn Aufgaben zu erledigen, über den Tag verteilt? Warum muss man sich darauf konzentrieren? Warum sind da so gesehen auch Wichtigkeiten zu entnehmen, die das Ganze dir dann auch letztendlich als Antwort bringen, wenn du damit fertig bist? Dass du herausfinden kannst, wieso, weshalb, warum. Weil, wenn du etwas anfängst, dann siehst du meistens erst, wenn du die Aufgabe bis zum Ende erledigt hast, was daraus dann entspringen mag. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist, sich darauf zu konzentrieren, sich zu festzulegen, sich diese einzelnen Punkte vor Augen zu führen, was letztendlich das Ganze zum Tragen bringt. Und wenn du da dir darüber bewusst bist, weil das eine Wichtigkeit für dich auch ist, etwas vom Anfang bis zum Ende zu machen und nicht etwas vor dir herzuschieben, dann wirst du herausfinden, dass es richtig schön ist, sofort mit allem sofort loszulegen und es bis zum Ende zu machen. Und wenn dir das gefallen hat, wenn du das gut findest, dann teile das doch mal mit anderen Menschen und schau dir ab jetzt meinen YouTube-Kanal an. Das würde mich freuen. In diesem Sinne, bis dann.